Moin moin und ein herzliches Willkommen zurück zu Far Cry 5 Arcade Modus zusammen mit dem lieben Marco. Moin! Ja, für die Leute bei mir ist es der zweite Part und bei Marco dieses Mal der erste, hoffentlich. Wir haben beim letzten Mal schon so drei Karten haben wir gespielt, ne? Zwei? Und drei hatten wir doch gespielt. Was für drei? Ach ne, genau, es waren zwei, genau. Wir haben zwei Karten gespielt über 10 Minuten. Und heute machen wir da weiter. Und wir spielen heute dieselben Karten noch einmal, weil ich sie nicht aufgenommen habe. Nein. Nein. Ich zeige dir heute die Karte mit dem, wovon ich beim letzten Mal gesprochen habe, mit dem Helikopterflug. Mhm. Und die fand ich zum Beispiel sehr geil. Wo ist die denn? Sunken City war es nicht. Ich muss mal gerade gucken, die habe ich doch eben noch gesehen. Hoffentlich gelöscht. Na, ist sie. Glaube ich. Ich hoffe es. Coop spielen, du bist bereit. Ich hoffe, das lädt bei dir nicht zu lang, weil das ist wirklich sehr wichtig. Okay. Denn das ist, sage ich mal, nicht direkt, der Anfang ist nicht direkt dafür ausgelegt, Coop zu spielen. Bist du drin? Ja, bin drin. Okay, dann drück direkt irgendeine Waffe und steig ein. Schnell. Warum? Mach, steig rein. Hier in den Helikopter, schnell. Boah, jetzt ist er weg. Bist du drin? Nein! Dann müssen wir das nochmal machen. Hä, was war das denn? Ja, du musst echt schnell sein, weil das dann sonst live weiterläuft. Normalerweise kannst du warten, wie du willst. Aber wenn wir zu zweit spielen, läuft das, die Karte quasi schon und die NPCs steigen in die Helikopter und fliegen schon weg. Drück direkt rein. Und jetzt direkt rein. Genau. Ich bin drin. So, jetzt entspannen. Aber schieß den Typen bitte nicht ab. Und jetzt guck mal nach rechts. Okay, der fliegt ein bisschen chaotisch, aber guck mal jetzt nach rechts. Wir fliegen jetzt in den Einsatz. Ach doch, die kenne ich. Genau. Wusste ich doch. Und die ist echt geil, die Karte, finde ich. Kannst du da rausschießen? Wir müssen uns hier erwehren. Also das ist echt geil gemacht, finde ich. Da fahren dann die ganzen Gegner lang mit ihren Transportern. Die überstehen irgendwelche rum. Genau, der Typ landet hoffentlich. Oh, wow. Runter mit dir. Nun geht's in den Kampf. Ich steig schon mal aus. Und los geht's. Erstmal am Essen. Nee. Alle aussteigen. Oh, wow. Was ist denn da abgestürzt? Okay, da oben ist einer. Wunderbar. Oh nein. Nee, die Karte, die kenne ich doch nicht. Okay. Aber, ich weiß auf jeden Fall. Da gibt's nochmal so eine Karte, wo man reinfliegt. Nee, eigentlich nicht. Das ist die, die ich dir damals gezeigt habe. Damals fand ich die nicht so geil, aber ich finde es halt richtig gut gemacht, dass man da mit dem Helikopter reinfliegt. Weil normalerweise ist das gar nicht möglich. Normalerweise. Einer am Geschütz, der ist weg. Nein. Okay. Weiter geht's. Oh, guck mal da oben, da steht einer. Wo? Oh. Da, aber der steht und macht nichts. Und töten lässt er sich auch nicht. Hä? Ein Markierter. Hier rechts, mit dem Granatenwerfer. Das ist bestimmt nur so ein... Ja, ne, der ist tot. Na! Ah, ich ramm gerade die ganzen Gegner hier weg. Ich seh's. Geschützt. Hinter dir. Hinter mir. Jetzt nicht mehr. Okay. Wow, Raketenwerfer, das wäre knapp gewesen. Vor allen Dingen bei dir, du stehst direkt neben dem Auto. Ich hätte ihn aber erst noch gekillt, hättest du ihn nicht gekillt. Ja, das sagt man dann.
Ich habe Videobeweise, Alter. Sagt man dann. Sagt man dann. In Wirklichkeit hast du 10 Meter daneben gezielt. Hier ist Munition, wenn du brauchst. Oh, shit. Alter, das ist voll langsam bei mir. Was? Ja, das Spiel. Hä, hey, was heißt langsam? Ja, so ruckelt. Das ruckelt so ein bisschen. Das ist nicht flüssig. Echt? Okay, also bei mir ist es, läuft es alles wunderbar. Seltsam. Ich hoffe mal, das ist nicht zu hardcore bei dir. Geht. Nimm die Granate. Stürmen! Oh, scheiße. Okay, ich bin ganz links. Bankier die Gegner. Sieh's. Mist. Okay. Hopp. Hm. Oh, verdammt, Rakete. Oh, shit. Wo sind die denn hier? Drücken wir mal vor. Jo. Ach, die schießen auf die Helikopter. Und da ist die Versteckung da. Nee, 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 keine Manieren. Nö. Deswegen wirst du auch abgeschossen. Siehst du, das war Instant Karma. Hab ich dich? Nein, hab ich dich nicht. Verdammt. Jetzt hab ich dich. Ah. Schütze ist down. Hinter uns, hinter uns. Was ist denn da? Ah. Okay. Das ist gut. Schauen wir mal das Scharfschützengewehr von dem. Wenn man das Scharfschützengewehr nennen kann. Ja. Können wir vor? Wir rücken vor. Also die Karte müsstest du eigentlich kennen. Wenn die Zielperson da oben ist, dann schon wieder. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, wir haben das damals gar nicht aufgenommen, sondern einfach nur so gezockt. Das kann sein. Okay, ich habe den Rücken gedeckt. Au, mit dem Scharfschützengewehr. Okay. Gehen wir weiter. Holen wir die Zielperson. Ich komm da nicht rein! Nö. Also es ruckelt echt abartig, ich weiß nicht warum. Ach, du siehst ja deine OBS-Aufzeichnung nicht, ne? Ob das vielleicht auch ruckelt? Ja. Dann ist da vielleicht irgendwie ein Hardware-Problem, keine Ahnung. Internet. Von der Hardware sollte nichts... Ja, aber wenn du sagst, es ruckelt, dann ist es von der Hardware. Hallo, doch nicht bei dem PC und bei diesem Spiel. Ja, aber es gibt kein nicht wirklich ein Ruckeln, was vom Internet kommt. Also, doch, gibt's schon, aber bei Far Cry würde mich das echt wundern. Ja, eben. Und das erst noch bei meiner PC-Komponentenaufstellung da. Ja. Das ist ja aber doppelt unwahrscheinlich. Wenn das dann mit OBS nicht hinterher käme, dann wäre das echt komisch. Es gibt ja einen Unterschied. Ruckeln ist ja dann, dass du nicht so viel FPS hast und Lag ist ja, wenn das verzögert alles ist und sowas. Ja, wobei, dann laggt's eher mehr. Ach so, ja, dann stimmt da was mit dem Internet nicht. Ich hab's halt bis jetzt nur einmal mitbekommen, dass durch ein Lag quasi, also nicht direkt, durch ein Internetproblem, das Spiel auch geruckelt hat. Und das war bei Borderlands 2. Aber das ist halt auch irgendwie unlogisch. Oh, Verstärkung kommt. Ja, wie kommen wir denn zu dieser Zielperson? Die haben mich schon gekillt.
Und was müssen wir jetzt nur noch den Ausgang erreichen? Ja, alles klar. Hier kannst du runterspringen. Go, go, go. Ich hatte den Fall schon zu spät. Ja, ich wusste schon, dass das nicht geht. Ich komme nicht wiederbeleben. Mein Team kann nicht mehr. Mann, ey, die Waffe hat nicht geschossen. Für den Fall, dass da jemand kommt. Auf mit dir! Auf! Okay. Gut, 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 gut. Ja, ja. Machst du da? Bisschen die Spannung. Stirb! Ich bin noch im Ziel, was ist los? Nein, bist du nicht. Ist es da. Wir haben es geschafft. Stufe 73. Habe ich schon bewertet. Das schade, dass man die Wertung nicht noch umändern kann. Das wäre auch noch ganz cool gewesen. Ja. Könnten wir jetzt noch spielen. Genau, jetzt gucken wir mal wieder eine Karte, die vorgestellt ist. Genau. Hier. A bis Z einfach vorgestellt. So. Achso, das ist mit Aliens, das kannst du ja nicht. Das ist DLC-Dingens. Ja. Es sind schon einige, die interessant aussehen von dem Bild. Hier ist eine Karte, die heißt 5 AM. Spielen wir doch einfach mal. Horror. Nee, keine Ahnung. Ah, von Ubisoft. Am 5.10.2018 veröffentlicht. Gar nicht so lange her. Ja, krass. Oh, ist gar nicht so oft gespielt worden. 6000 Mal. Kein Fallschaden, das ist gut. Was spiele ich denn? Was haben wir denn da? Warte auf andere Spieler. Benachrichtigung. Lädt das bei dir gerade runter? Ja, ne? Jo. Okay. So, jetzt bin ich drin. Oh, dann nehme ich The Janitor. Oder wollen wir Stealth versuchen? Ja, ich bin dann Assassin. Nämlich Professional. Oh, wow, da hängt ein Bild. Vom dann Angeln. Gehen wir da. Boah, das. Alter, was ist das denn? Achso, hä? Du kannst die Karte spielen? Siehst du dieses Blaue da? Ja, was ist damit? Das ist vom DLC. Ey, das ist cool, dass du das spielen kannst. Okay. Dann geht's nochmal los. Gucken wir erstmal, ob wir hier irgendwas plündern können, so wie hier. Hier war doch gerade was. Ah. Hat er mir die Waffe geklaut? Ich will immer Pfeil und Bogen zurück. Hast du doch noch. Lass dich mal raus, bitte. Xun 3. Tatsächlich. Der Sommer. Xun halt. Ich boxe Ferne. Oh, geht nicht. Da ist ein Telefon. Du läufst hier einfach ganz normal rum. Lass mich raus. Beim Rauslassen bin ich. Hey, los geht's. Lass mich raus. Wo geht's denn die lang? Das leckt schon wieder oh so. Gott. Das macht keinen Spaß. Echt? Schwierig. Dann müssen wir das hier einfach mal durchspielen. Und dann müssen wir nach der Aufnahme mal gucken. Auf jeden Fall ein interessantes Gebäude, auch wenn da so ein kleiner. Ah, okay. Nur wenn man sich bewegt. Interessant. Ach, das sind. Ja, stimmt, von dem Zombie-DLC. Voll geil, dieses. Finde ich richtig cool. Hier ist eine Graffiti. Sinner. Ja. Steht da an der Wand. Sünder. Toll, jetzt bist du entdeckt worden. Ha, ha, ha. Oh wow, ich habe eine Alien-Waffe gefunden. Und endlich Munition an der Stelle. Der hat aber einen Knackarsch. Boah, das sieht irgendwie voll aus, was ich von Cyberpunk gesehen habe. Das ist geil gestaltet.
Das ist geil. Hä, hey, warum sind die jetzt aufgeschreckt? Weiß ich nicht. Die sind so unruhig. Ist egal, die haben uns nicht gesehen. Ja, nee, das ging ja auch gar nicht. Hä, hey, warum stirbt der nicht? Wir brauchen mehr als einen Fall. Das ist ja... Witz. Okay, die kommen. Ist der da jetzt da drin? Ja. Hab ihn. Der Feind ist hier, er spürt es. Hä? Was ist denn hier drin? Oh, der hat eine Shotgun. Ich glaube, die hol ich. Gehen wir weiter, oder? Hier ist nichts. Sieht so aus. Aber das ist echt cool gestaltet hier. Toll, jetzt habe ich meinen Pfeil und Bogen nicht mehr. Ja, du hast dann irgendeine Waffe getauscht, die das ersetzt. Ja, aber ich will den wieder zurück. Warum ist der Pfeil und Bogen verschwunden? Was soll das? Da liegt keiner mehr. Das ist miese. Dann müssen wir das jetzt so machen. Aber du hast ja einen Schalldämpfer. Ah ja, doch. Gucken wir mal hier oben. Bevor wir da lang gehen. Oh, hier geht's hoch. Ich glaube, hier sind wir sogar. Teilen wir uns auf? Ja, ich bin schon. Oh, links unterwegs. Oh, ist sie gut? Nee, das ist nur eine Pistole. Jetzt haben sie dich. Ja, zu viel mal geschossen. Kennst du den Sprengstoff? Da komme ich nicht weiter. Oh, nein, das schaffe ich nicht. Gott sei Dank lebe ich noch. Ich unterstütze dich. Die haben mich ja noch nicht gesehen. Hä, ist das... Ach nee, das ist keiner mehr. Hab ihn. Der hat mich. Und ich hab ihn. Komm auf. Nicht hier so rumtrödeln. Aber ist cool gestaltet, finde ich. Ja. Dangerous, ne? Das hat halt echt übelst was. Das hat richtig was von Cyberpunk. Die ist bestimmt daran angelehnt. Jetzt können wir auf Feuer gehen. Das ist eine Schrotflinte. Los geht's. Ich brenne. Echt? Ah, jetzt nicht mehr. Alles gut, alles gut, alles gut. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Karte heißt. Da bist du okay. Bin da explodiert. Nimm den Stein. Ja, wo ist denn der? Hinter dir. Das war gerade auch ein Fail. Der war gerade bei mir wirklich im Container drin. Da müssen wir mal gucken. Die altbekannten Probleme, liebe Zuschauer, die altbekannten Probleme. Erreiche den Ausgang. Fällt mir. Oh, ich kann hier ein riesengroßes, du auch, ein riesengroßes Metallstück einfach rumschleudern. Hey! Woo! Ah. Geschafft. Und diesmal ist wieder dein Part gekommen. Nach dieser Karte. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Das war's schon wieder. Und ja, das war's auch für heute insgesamt. Vielen Dank fürs Zusehen. Entschuldigung fürs Lecken, falls da was kommt. Und ja, wir gucken uns jetzt noch ganz kurz die Aufnahme an. Bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss.